Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Systemwirkungsgrad. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Der Wirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie effizient eine Maschine oder ein Prozess Energie umwandelt. Er wird als Prozentsatz ausgedrückt. Der Wirkungsgrad berechnet sich als das Verhältnis von Nutzleistung zur zugeführten Leistung oder als das Verhältnis von Nutzenergie zur zugeführten Energie und wird mit 100% multipliziert. Als Faustregel kann man sich merken, dass keine Energieübertragung oder Energieumwandlung verlustfrei ist. Bei einer Photovoltaikanlage wird Sonnenenergie in elektrische Energie umgeformt. Diese Umwandlung hat verschiedene Stufen. Dabei nimmt die Energie verschiedene Arten ein, wozu Primärenergie, Sekundärenergie und Endenergie gehören. Am Ende ergibt sich ein Systemwirkungsgrad, der sich aus den einzelnen Gerätewirkungsgraden zusammensetzt. Zunächst einmal betrachten wir aber die Primärenergie. Die Primärenergie ist die Energie in Rohform, die noch nicht für uns nutzbar ist. Das ist zum Beispiel Windenergie oder in unserem Fall die Sonnenenergie. Mithilfe von PV-Modulen bzw. PV-Anlagen wird die Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt, damit sie für uns technisch nutzbar wird. Die elektrische Energie liegt nun als sogenannte Sekundärenergie vor. Diese Umwandlung ist mit Verlusten verbunden und es wird nicht 100% der Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt. Die Sonnenenergie wird am Modul zum Beispiel auch in Wärmeenergie umgewandelt oder teilweise einfach reflektiert. Da wir aber elektrischen Strom wollen, fehlt gerade diese Sonnenenergie dann, um in elektrische Energie umgewandelt werden zu können. Ein Solarmodul hat zum Beispiel hersteller- und Modultyp abhängig einen Wirkungsgrad von bis zu 24%. Die am Solarmodul herauskommende Sekundärenergie liegt nun als Gleichstrom vor. Damit wir mit dieser Energie unseren Haushalt und unsere Geräte versorgen können, muss sie noch zur Endenergie umgewandelt werden. Diesen Part übernehmen Wechselrichter. Sie wandeln den Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom mit 230 Volt und 50 Hertz um. Auch dies ist mit Verlusten verbunden. Dazu gehören die Umwandlungs-, Leerlauf- oder Schaltverluste am Wechselrichter. Der Wirkungsgrad eines modernen Wechselrichters ist aber vergleichsweise hoch. Der SDPSE hat zum Beispiel einen Wirkungsgrad von bis zu 98,2%. Zu guter Letzt müssen wir noch die Leitungsverluste berücksichtigen. Denn es gibt Stromleitungen von den PV-Modulen bis zum Wechselrichter oder vom Wechselrichter bis zur Steckdose, an die wir unsere Geräte anschließen möchten. An den Stromleitungen wird durch den Leiterwiderstand oder durch Kontaktwiderstände Strom in Wärme umgewandelt und ist dadurch für uns nicht mehr nutzbar. Nehmen wir hierfür an, dass die Leitungsverluste ca. 1% betragen. Damit entsteht ein Übertragungswirkungsgrad von 99%. Um nun den Gesamtwirkungsgrad der Anlage zu berechnen, multiplizieren wir die Wirkungsgrade miteinander. Daraus ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von ca. 23,3%. Das bedeutet, dass 23,3% der Sonnenenergie an unserer Steckdose ankommen und aktiv genutzt werden können. Im Vergleich dazu kommen bei konventionellen Stromproduktionen, wie zum Beispiel Kraftwerken mit Steinkohle, ca. 38% an der Steckdose an. Der Vorteil von Photovoltaikanlagen ist allerdings, dass es sich bei der Sonnenenergie um eine erneuerbare Energie handelt. Die Sonnenenergie liegt uns kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Und während der Umwandlung in elektrische Energie wird kein CO2 ausgestoßen. Während wir auf manche Dinge also keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel, dass Solarmodule in ihrem Wirkungsgrad einfach aus physikalischen Gründen begrenzt sind oder dass es immer unvermeidbare Leiterverluste geben wird, haben wir auf Geräteebene dann doch einen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Betrachten wir dazu den Wirkungsgrad des Wechselrichters und dessen Wichtigkeit. Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters beschreibt, wie gut er elektrische Energie von einer Form in eine andere umwandeln kann. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet daher, dass der Wechselrichter effizient arbeitet und weniger Energieverluste während dieses Prozesses auftreten. Ein Wechselrichter mit einem hohen Wirkungsgrad sorgt dafür, dass mehr von der erzeugten oder zugeführten Energie effizient genutzt wird. Mit einem hohen Wirkungsgrad wird sichergestellt, dass ein Großteil der verfügbaren Energie wirklich verwendet wird. Ein effizientes Gesamtsystem kann dazu führen, dass langfristig Kosten eingespart werden. Weniger Energieverluste bedeuten, dass weniger Energie benötigt wird, um die gleiche Arbeit zu erledigen. Das wiederum senkt die Betriebskosten und steigert die Rentabilität des Systems. Wenn wir in das Datenblatt vom SunnyTree Power Smart Energy schauen, dann sehen wir zwei verschiedene Wirkungsgrade. Den maximalen Wirkungsgrad von 98,2% und den europäischen Wirkungsgrad von 97,3%. Was bedeutet das?
Wichtig ist hier zunächst einmal zu beachten, dass der Wirkungsgrad kein fester Wert sein muss. Er ist je nach Umweltbedingungen und Betriebsart unterschiedlich. Der maximale Wirkungsgrad im Datenblatt gibt daher den bestmöglichen Wirkungsgrad des Wechselrichters an. Dieser Wert wird in der Regel unter optimalen Labortestbedingungen gemessen. Aus diesem Grund wird aber auch der europäische Wirkungsgrad angegeben. Dafür werden Standortbedingungen wie Sonnenstunden, Einstrahlungsstärke und Leistungsniveaus herangezogen, welche in Europa zu erwarten sind. Daraus kann man sich dann ein realistischeres Bild machen, welchen Wirkungsgrad man zum Beispiel in Deutschland erwarten kann. Der Wirkungsgrad von Wechselrichtern ist grundsätzlich aber abhängig von folgenden Faktoren. Die Temperatur des Wechselrichters senkt den Wirkungsgrad. Ab ca. 50 Grad Celsius würde der Wechselrichter sogar seine Leistung senken, also in ein D-Rating-Verhalten gehen, um sich selbst vor Überhitzung zu schützen. Auch die DC-Eingangsspannung eines Wechselrichters ist von Bedeutung. Bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom baut der Wechselrichter intern eine stabile Gleichstromspannung auf, unabhängig davon, was für eine Gleichstromspannung die Solarmodule haben. Einphasige Wechselrichter arbeiten dabei besonders gerne mit ca. 365 Volt DC-Spannung und dreiphasige Wechselrichter mit ca. 600 Volt DC-Spannung. Kommt von den Solarmodulen eine DC-Spannung in dieser Höhe, muss der Wechselrichter intern bei der Umwandlung zu Wechselstrom weniger arbeiten. Der Wirkungsgrad steigt. Die Ausgangsleistung des Wechselrichters hat aber den größten Einfluss auf den Wirkungsgrad. Bei kleinen Ausgangsleistungen sinkt der Wirkungsgrad des Wechselrichters, da er für seine höhere Bemessungsleistung ausgelegt ist. Die Verluste am Wechselrichter und der Eigenverbrauch machen sich bei kleinen Leistungen insgesamt stärker bemerkbar. Eine professionelle Anlagenauslegung mit geeignetem Wechselrichter unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist daher entscheidend für einen optimalen Wirkungsgrad. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Systemwirkungsgrad angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.